fehlt noch das Obligatorische, wie sieht's denn da drinnen aus? Und ja, zum einen interessiert es mich, zum anderen muss die Schutzfolie immer noch weg. Hey, hey, ho. Wir haben an beiden Seiten ein Endblech, was entsprechend mit 4 kleinen Schräubchen ja, befestigt ist. Und dann gucken wir einfach mal. Dann schauen wir einfach mal, ob wir das hier zufällig runterbekommen. Und ob ich die richtige Seite erwische. So. Die Schrauben gehen direkt ins Metall rein. War ja auch eigentlich so zu erwarten. Ist also nicht irgendwie noch Gewinde oder so drin. Ja, ich gehe davon aus, dass dann hier unten ein Board drin sitzt und wir das einfach nach hinten rausziehen können. Das ist so der gängigste Konstruktion. Und ja, da sind wir schon. Gelbes Board. Und können wir es rausziehen. Sieht nicht so aus. Doch, doch, es bewegt sich. Aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah. Das sind bestimmt die Taster. Tja, probieren wir mal die andere Seite noch runterzunehmen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Okay, ich sehe gerade, wenn wir von der Seite reinschauen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das Board geht überhaupt nicht bis zur Seite, also es sitzt überhaupt nicht in irgendwelchen Führungsschienen. Stattdessen, der scheint ja nach unten einfach einen Abstandshalter drin zu haben. Das ganze Unterteil wackelt. Hui, gesund hörte sich das jetzt nicht an, aber es ist offen. Und da sind wir. Gut. Oha. Gehen wir mal was näher ran. Dann fangen wir mal auf der rechten Seite hier an. Wir haben entsprechend die Balancing Ports. Die sitzen hier auf einem zusätzlichen Board. Sind nach unten dann verbunden. Die Pins entsprechend untereinander verbunden. Bis dann halt jeweils nur einer mehr. Die gehen hier unten drauf. Gehen dann hier auf so eine Widerstandskaskade. Und ich gehe mal davon aus, ja, da sitzen dann unten unter dem Display, kann man noch so ein bisschen erkennen, irgendwelche TO-Gehäuse. Oder SO müsste es ja sein. Das sind dann entsprechend die Transistoren, um das Balancing ein- und auszuschalten. Wir haben die beiden Bananen, die sind hier relativ stabil, sehen die sogar aus. Sind direkt aufs Board gelötet. Zwei große Lastwiderstände. Ja, wir haben ein paar Caps hier von Hong. Sind aber 105 Grad zumindest. 105er Elkos. Was ein bisschen komisch ist, sind hier die Dioden. Die sitzen ein bisschen schräg. Hier der Anschluss, der ist etwas verbogen. Das ist der für den Temperatursensor. Ja, Display ist fest angelötet, soweit ich das sehe. Lässt sich also nicht einfach abnehmen. Und gucken wir uns mal die Unterseite an. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nach unten auf die Unterseite gehen die entsprechenden MOSFETs. Das heißt, die werden die Unterseite des Gehäuses als Kühlblech nutzen. Ist natürlich ein bisschen seltsam, weil ja, die Seitenwände hier entsprechend geriffelt sind, also eine relativ hohe ja, thermische Abgabefähigkeit haben. Die Unterseite nicht so wirklich. Aber, na gut, dafür ist es einfacher zu bauen. So, hier unten im Übrigen Version 2.0 des Boards. Und es bewegt sich. Jupp, da ist es ab. So, nicht viel auf der Unterseite. Wir haben zwei Gehäuse, TO220. Das hier ist ein Igitt. Da ist Schmodder drauf. Irgendwelches Öl oder sowas. Das ist ein 7805 CV, also ein Linearregler 5 Volt. Mhm. Okay, das hier wird dann der Haupttransistor sein. Das ist ein IRFZ44N. Klassischer N-Channel MOSFET. Nichts Besonderes. Okay, ja, ansonsten, hier ist sehr viel unter dem Display zu meinem Leidwesen. Was ich erkennen kann, ist ein Quarz. Und ein kleiner IC, das dürfte definitiv ein Mikrocontroller sein. Da komme ich aber leider nicht dran, ohne das Gehäuse auszulöten. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das ein einfacher PIC oder Atmel oder sowas ist. Einfach vom Aufbau her würde der sich anbieten. Ja.
können wir leider doch nicht so viel sehen. Was ich sehe, hier oben ist noch jede Menge Schmodder. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber schauen wir mal, was wir sehen können. Hier oben drin sehe ich einen IC. Mal gucken, ob wir den lesen können. Der ist noch relativ weit am Rand. Das ist ein 14051BQ CVD 320034AK34E32 von ONS Semiconductor, soweit ich das sehe. Kann ich da etwas? Ja, da kann ich auch etwas sehen. Nuvoton. Das scheint der Hersteller von dem Mikrocontroller zu sein, also doch kein Atmel-Pick-Gedönse. Ja, Nuvoton. Ich kann aber den Typ leider nicht ganz ausmachen. Naja. Hey, immerhin etwas. Und was haben wir dann hier? Hier haben wir noch einen LM2904. Ein 234 GZTC 430. Und einen IR. Was ist denn das? F7811AV. Also nix. BA irgendwas. Das müsste eigentlich ein Fett sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. BA sind üblicherweise welche. Und ja, was haben wir denn sonst noch hier? Können wir irgendetwas rückverfolgen? Ein bisschen hatten wir ja schon. Das Balancing funktioniert, haben wir ja schon rausbekommen. Einfach indem hier im Prinzip eine Last erzeugt wird auf den Balancing Ports. Und so der Akku entladen wird. Die ganze Plusstrecke geht hier über jede Menge Vias. Geht hier nochmal über jede Menge Vias. Wo sind denn die? Da. Kommt über diese Diode von hier hinten. Also entsprechend über diese Spule. Jede Menge Vias hier, wenn wir unten schauen. Also da hat sich jemand Mühe gegeben. Da ist alles durchlöchert. Das sieht dann schon sehr eindrucksvoll aus. Das hier geht, wenn ich richtig sehe, zu Minus. Ja, genau, das geht auf die Ground, also so eine Diode, um Rückwärtsspannung da zu vermeiden. Das hier ist dann der Hauptfiltercap. Das ist besser, der hat 680 Mikrofarad bei 35 Volt. Und ja, das heißt, hier wird, wenn ich richtig schätze, die Plusseite geschaltet. Das wäre natürlich schön. Dann hat man keine Probleme, dass man irgendwie dadurch, dass Eingang und Ausgangsminus verbunden sind, sich irgendwelche Probleme einfängt. Das kommt ja auch schon mal vor, dass man Eingangsminus verbunden hat und am Ausgang hängt beispielsweise ein Akku, der noch irgendwo dran geklemmt ist. Dies kann böse enden, wenn dann die komplette Spannung da mehr oder weniger reinschlägt und der einen Kurzschluss hier drüber erzeugt. Denn das wird Bug Boost wahrscheinlich sein, würde ich schätzen. Ja, müsste ja, dann sind das zwei Feds, einer Richtung Minus, einer Richtung Plus, die wir hier gesehen haben. Und ja, das hier wird ein Shunt sein. Oder das hier, dieser Chip, das ist ein auch ein 7811AP502C6G2P. Das müsste also auch ein Fed sein. Das heißt, verstehe ich noch nicht so ganz. Oder sie schalten doch den Minus hier noch ab. Denn, die Minusfläche geht nur hier hin. Ein bisschen Kapazität drüber, geht dann über diesen Fett. Und vom Fett über diese großen Lastwiderstände nach unten. Und da entsprechend. Okay, verstehe ich nicht. Muss ich es verstehen? Nein. Ja, also irgendwo wird es auch bestimmt bei Minus wieder rauskommen. Da sind wir doch schon. Da sind Vias, die gehen nach unten. Das heißt, das Einlast einer von den großen Widerständen, der Richtung Minus geht. Wahrscheinlich dann fürs Current Sense, also um den Stromfluss zu messen. Und der andere scheint irgendwie auf einen Fett zu gehen, der hier irgendwie mit Plus nochmal verbunden ist.
Das könnte sein, dass der genutzt wird, um die Akkus zu entladen. Das würde dann Sinn machen, dass der quasi einen Kurzschluss erzeugt hier über den Widerstand, um entsprechend das Entladen der Akkus zu ermöglichen. Ja gut, mehr können wir hier nicht groß sehen. Der Rest ist alles, ja, einfach nur die Taster angebunden, der Pieper angebunden, das Display direkt angebunden. Unten drunter ist nicht wirklich was sonst an aktiven Komponenten zu sehen, außer den, die ich vorgelesen hatte. Und diesen Nuvon-Chip oder wie er heißt. Ja, sieht jetzt nicht schön aus unbedingt, aber es sieht jetzt auch nicht so aus, ob es direkt Probleme machen würde. Also Design erscheint mir soweit solide, wenn man hier guckt. Die ganzen Widerstände in Parallelschaltung und so, das ist okay. Ist von der Lötqualität jetzt bei den Komponenten, die per Hand gelötet sind, das heißt von Elkos und so, sieht es jetzt nicht so schön aus. Überall noch ein bisschen Schmodder dran, aber generell ja, ist alles an Ort und Stelle, wo es hingehört. Von daher, hey, kommt schon hin. So, bauen wir das Ganze mal wieder zusammen, denn ich würde es ja gerne noch ein bisschen benutzen. Und ja, ich würde mal sagen, sollte seinen Zweck erfüllen. Damit werde ich wohl keine so großen Probleme in nächster Zeit bekommen und jedenfalls keine größeren. Was mir allerdings gerade auffällt, wo ich gar nicht drauf geachtet hatte, der hat überhaupt keine Fuse hier. Da gibt es keine Sicherung am Eingang. Ist dann wohl noch etwas, was man nachrüsten sollte. Denn, sicher ist sicher. Eine Sicherung passt immer. Vielleicht irgendwie eine kleine Polyfuse. Ja gut, klein, 5 Ampere, ne? Klein ist dann relativ. Aber irgendwie so Polyfuse oder so kann man bestimmt davor machen. Und, ja. Generell, hoppala, hat er ja zumindest mal einen groben Eingangsspannungsüberwachung drin. Das heißt, da ist zumindest mal ein bisschen was reingeflossen an Hirnschmalz, um sich mit dem Eingang zu beschäftigen. Aber gut, genug geschwafelt. Wie gesagt, ich baue es jetzt noch fertig zusammen. Hoffe, dass ich die Knöpfe wieder dran kriege und ja. Okay, alles wieder zusammen, alles passt wieder wie angegossen, mehr oder weniger. Hier diese Nippel auf den Knöpfen, die sind im Prinzip einfach mit einer, mit einer kleinen Aussparung auf den Pinöppeln vom Knopf selber draufgesteckt. Das heißt, ja, die sind wieder fest, wie sie gehören, da fällt nichts raus. Und ja, kann dann offensichtlich in die Kiste wandern.